Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play EU4 und schaut mal, was jetzt passiert ist. Ja, es war fast klar, wir hatten Frankreich so zerbixt, so komplett weggehauen. Sie haben auch gar nicht mehr so viel War Exhaustion wie vorher, sie haben jetzt wahrscheinlich nur noch 9, 8, weil wir so viel, so einen guten Peace-Deal gemacht haben, gut für sie, weil dann, man verliert so viel Warscore wie Peace-Deal, irgendwie sowas. Da gibt's eine gewisse, ja, eine gewisse Umrechnung. Also, die haben 20, nicht Warscore, War Exhaustion, also Kriegsmüdigkeit. Sie haben 20 Kriegsmüdigkeit gehabt, wir haben einen Peace Deal von 60% gemacht oder so, das heißt, sie müssten bei ungefähr bei 9 sein. 50% wären 10 und sowas, also die kriegen das dann erstattet. Aber Frankreich hat keine Truppen und England hat die Chance genutzt. Mit wem sind sie im Krieg? Gegen England und die Bretagne. Oh, interesting. Und England gegen Frankreich und Kildare. Ach ja, wir haben ja die Ottomanen rausgeschmissen. Wow. Oh, die Bündnis mit Österreich, okay. Wir haben die Ottomanen hier rausgeschmissen und anscheinend hat Ungarn die Allianz auch aufgekündigt, hat abgelehnt mitzumachen. Das heißt, Frankreich hat jetzt England hat jetzt ultra leichtes Spiel. Toll, dankeschön, England. Voll gemein. Ich habe die Truppen ein bisschen restrukturiert. Wir haben echt wenig Mann. Sehr, sehr wenig Mann. Aber wir müssen Geld sparen, also was soll's. Passt ja. Wir sorgen mal dafür, dass wir nur so ein bisschen da reinforcen. Wir haben Kolonialismus in Nordamerika. Oh crap. Oh, Flottenzermürbung. Ja, das ist schlecht. Da habe ich nicht aufgepasst. Ihr geht mal bitte hier hin. Unsere Handelsflotte, die ist hier. Handelsflotte, wenn man das noch so nennen darf. Ihr dürft jetzt wieder nach Sevilla gehen. Und Sevilla schützen, damit wir endlich mal wieder ein bisschen Handelseinnahmen haben. Wir haben nur sehr wenig gehabt die letzte Zeit. Können wir mehr Schiffe bauen? Wir können noch irgendwas machen. Gründet Spanien auf diplomatischem Weg. Ja, genau. Das Wichtigste, wozu eigentlich die ganze Kampagne hier gehen soll, werden wir jetzt gleich machen. Und wir werden uns entscheiden, ob wir administrative, humanistische oder Trade Ideas nehmen. Humanistic oder Humanist, Administrative oder Trade. Ich mag Humanist. Humanist ist awesome. Außerdem kann man keine religiösen Probleme mehr bekommen. Und wir sparen bei jeder Idee, die ihnen danach kommt. Jeder Idee nach dieser Ideengruppe. Ich mag Administrative wegen der Anpassungsfähigkeit, wegen Kernprovinzenkosten gehen runter. Super, mega geil. Mehr Berater und sowas, jo, ist nett. Das ist auch noch super. Der Rest ist total nutzlos. Das würde uns viel bringen, die Buchhaltung, aber der Rest ist eigentlich voll nutzlos. Wir haben generell mehr Admin als alles andere. Wir haben gerade nur 2 Diplo die ganze Zeit. Ja, kein Wunder, aber das wird nicht mehr lange dauern, hoffentlich. Weil wir mehr Admin haben, würde ich sagen, nehmen wir Administrative. Oder Humanist, aber ich glaube, ich nehme Administrative. Ideas. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Ich mag die Dinger, ich mag die sehr. Eigentlich können wir auch expansionistisch nehmen für noch einen Kolonisten. Aber wir haben momentan eh kein Geld. Weil wir so wenig... Entschuldigt, Leute. Weil wir so wenig Kohle haben, wäre eigentlich Trade besser. Damit könnten wir richtig Geld scheffeln. Ich bin so unentschlossen, ne? Am liebsten hätte ich auch Quantity, Defensive, alles. Fast alle Ideen sind super geil. Also, gut, es gibt eigentlich nicht so viele, die super geil sind. Administrativ ist super, humanistisch ist super, Quantität ist super, Qualität ist super. Qualität ist so halb super, weil hier auch noch Schiffe mit drin sind. Who cares about ships? Defensiv ist klasse. Innovativ ist ganz gut. Aber Spionage ist Dreck zum Beispiel. Diplomatisch ist gut, Einfluss ist gut. Einfluss wäre eigentlich gut für uns gewesen schon. Ich will eigentlich die Coring Costs, ne? Wir werden sehr teure Gebiete hier noch nehmen müssen. Müssen nicht, aber ich will ja in Richtung Genua gehen. Deswegen Savoy wird auch der nächste sein, den wir attackieren, sobald wir jetzt Aragon integriert haben. Eigentlich sollten wir noch warten, bis Aragon die beiden hier gecored hat. Seid ihr dabei? Wir sind dabei. Darauf warten wir noch, dass sie hier fertig gecored haben und dann werden wir sie integrieren. Wir könnten auch schon eine Idee nehmen. Wir haben keine Kosten admin-mäßig. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Wir nehmen administrativ. Ach, ich bin so unentschlossen. Ich hasse es, ne? Es ist so geil. Ich mag diese Ideen. Die sind so super und die sind alle so toll. Oder halt so viele sind so toll und ich kann mich nie entscheiden. Das ist so gemein. Humanistisch ist auch gut. Nationalismus ist super geil. Und Kosten der Ideen gehen runter. Das ist auch klasse. Und spart man bei jeder Idee 40 Punkte. Wir nehmen Admin. Komm.
What if? Söldner bringt mir noch nicht viel, aber ist gut. Da warten wir noch. Warum seid ihr wieder pissy? Aus irgendeinem Grund seid ihr pissy. Wir können Hilfe des Klerus ersuchen. Oh, wir haben 70 Prestige. Das ist sehr gut. Dann werden wir das auch machen. Ihr seid immer noch auf 50. Dann werden wir das noch machen. Und jetzt holen wir uns die 100 Admin. Hier geht nicht viel. Hier könnten wir... Ja. Aber dann verlieren wir Mannstärke, Regeneration. Nee. Nee. Dafür, oh Gott, das ist ein Swing von 30%. Von plus 20 auf minus 10, Leute. 30%. Und der Unterhalt geht hoch und wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld wie die Hölle. Ja, wir sollten vielleicht eine Kolonie weniger fahren momentan. Und die Flotte wird jetzt auch noch ein bisschen günstiger werden. Guck mal hier. Das hier sind eigentlich 16.000 Mann. Ja, eigentlich. Wenn man es streng nimmt, sind es 16.000 Mann. Okay, wir könnten Zinsen Darlehen abbezahlen. Am besten die teuersten Darlehen, würde ich sagen. Das sind die meisten Zinsen mit enthalten. Die von den Ländern sind mir egal. Oh yeah, wir haben wieder eine Kolonie fertig. Ah, ja, hier würde ich auch gern weitermachen. Darlehen über die Bretagne ist abgelaufen. I don't really care. Ich zahle nicht. Damit haben sie jetzt einen Kriegsgrund gegen mich, aber pff, who cares? Was will die Bretagne schon bitte machen? Mich mit England angreifen, ist okay. Könnt ihr machen. Oh, Burgund wäre schlecht. Burgund wäre sehr schlecht. Wie steht ihr zueinander? Null, okay. Nee, das ist nur... Ja, sie werden den... Nee, die werden... Frankreich wird niemandem Zugang zu mir gewähren. Was, Burgund Krieg erklärt? Was, wem? Frankreich hat Burgund den Krieg erklärt. What? Ach nee, Burgund, okay. Burgundischer Exkommunikationskrieg gegen Frankreich. Also jetzt pouncen alle auf Frankreich drauf. Das ist voll super, du kriegst keinen Zugang. Portugal, willst du mich verarschen? Glaubst du doch wohl selber nicht. Wie krank. Jetzt pouncen alle auf Frankreich. Sehr, 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 sehr geil. Das gefällt mir. Korruption steigt leider wegen der ultra unausgeglichenen Forschung. Ich hoffe, da kann ich bald was tun. Wie wäre es, wenn ihr mir ein bisschen Diplo geben würdet? Im nächsten Jahr erst. Ich hoffe, dass ich die dann auf 75 bringen kann, damit ich maximales Diplo bekomme. Das hier ist auch ein bisschen heikel. Verliert Inflation und verliert Instabilität. Verliert Stabilität. Ja, wird wohl. Wir haben nicht viel andere Wahl, weil 3 Inflation hole ich mir jetzt nicht. Naja, obwohl, sonst müsste ich einfach 75 Admin zahlen. Um 2 loszuwerden. Hier zahle ich 100 Admin für eine. Das ist die bessere Variante. Dann machen wir einfach das. Dann sind wir besser dabei weggekommen. Zurückgelassene Familien, Steuereinnahmen, Mannstärke, Unruhe. Das geht alles nicht. Dann nehmen wir die Unruhe. Naja, Cap Verde. Wo ist Cap Verde? Oh Gott, Cap Verde war doch hier irgendwo, ne? Kanarischen Inseln ist es nicht. Oh, Genua ist ganz schön vertrieben worden. Finde ich auch gut. Neapel versuchen wir zu überzeugen, uns zu mögen. Ist egal, was Cap Verde ist. Das hier ist Cap Verde. Hm? Ja. Die Kriegsmüdigkeit ist ein Problem, aber ich kann nichts dafür zahlen. Dafür würde es jetzt im Frieden um 0,1 runtergehen. Die Kriegsmüdigkeit. Ich würde gerne einen Conquistador einsetzen. Wir sind immer noch in Military zurück. Weit zurück. Und haben immer noch nicht unsere Idee fertig. Ich werde erst die Idee fertig machen, Leute, weil es ist notwendig. Aber ein Conquistador wäre auch toll. Ja, komm. Ich bin mal so frei und hol mir einen... okay, Conquistador. Ja, ist okay. Aber da dir angegriffen werden kann, werde ich die Moral noch ein bisschen erhöhen müssen. Was okay ist, wir haben die Kohle dafür. Finde ich super. Wir könnten von irgendwelchen Ländern hier den Kram weghauen, aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Oh crap, Neapel wird gestackwiped mal wieder.
Ist ja auch schon fast nichts Neues mehr. Das Problem ist, dass ich jetzt meine Truppen nutzen muss dafür. Um Neapel zu helfen. Und das sind ganz schön viele Leute. Ganz schön viele dämliche Bauern. Kirchenstadt hat Frankreich den Krieg erklärt. Yes! Alle auf Frankreich! Alle pounsen sie Frankreich weg. Da, ja, diesmal habe ich den dummen Krieg geführt, den Österreich vorher geführt hatte. Hab Frankreich geschwächt und alle anderen pouncen jetzt drauf. Das haben wir ja zuerst gemacht. Da sieht man, dass man auch ganz schnell in die andere Richtung springen kann, wenn man nicht aufpasst. Wir müssen aufpassen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, denn wir haben ganz, ganz große Probleme momentan noch. Aber man sieht, wir haben hier auch noch ein Problem. Was zur Hölle? Warum warst du nicht mit dabei? Komisch. Das hätte da nicht funktionieren dürfen. Wir müssen die anderen auch noch holen. Wir müssen die 7000 Mann hier holen. Ohne die geht's nicht. Wir sind sogar super dabei. Seid ihr auch super dabei? Nope. Wir könnten die Regimenter aufstocken auf Peak Strength und ich glaube, das wäre auch gut. Es ist nicht so gut, weil dann die Regenerationsrate verringert wird, aber wir haben eh keine Mann, also was soll's. Machen wir einfach ein Shift Consolidate und dann seht ihr, dann werden die Leute aus diesem Regiment einfach in das andere geschiftet und solange bis, damit wir maximale Regimenter Strength haben. Dadurch ist natürlich, können die hier nicht reinforcen. Das heißt, man gibt also auf, dass die hier neue Leute bekommen können. Und damit verringert sich die Geschwindigkeit, mit der die Armee wieder voller Stärke ist. Ganz einfache Überlegung, ne? Oh, das ist schlecht. Die will ich nämlich auf jeden Fall wieder haben. Aber der Vorteil ist halt, dass man wirklich, dass man eben Peak Strength hat im Kampf. Denn ein Regiment, das nur, keine Ahnung, das nur 500 Mann hat, kämpft auch nur mit halber Stärke. Kämpft auch nur mit der Stärke von einem halben 1000-Mann-Regiment. Und von daher ist es besser, natürlich 1000 Mann in einem Regiment zu haben. Ja, leider verlieren wir jetzt Geld. Wie sieht's aus? Wir können noch ein paar Schiffe basteln. Ich bin geneigt, das zu tun. Auch wenn ich lieber noch ein bisschen was loswerden würde. Ja, wir müssen volle Stärke gehen. Wir brauchen vollen Moralschaden. Wir müssen Neapel helfen. Ah, sehr gut. Du bist nicht gestackwalt worden. Das ist schon mal schön. Immerhin scheinst du noch Manpower zu haben. Oh, ihr seid ja auch da. Wie wär's, wenn ihr mir hier dazukommt? Okay, also hier kann ich locker angreifen. Das Dumme ist, es sind Hügel. Das ist nicht so geil. Ich werde es dann noch machen. Könntet ihr bitte zu mir kommen, Aragorn? Aragorn, bitte. Oh, come on. Goddamn assholes. Oh, und jetzt greifen die mich an. Das ist allerdings gut. Leider kein River Crossing, aber dafür kriegen sie den Malus für die Berge. Schlecht ist, dass wir gerade am Tick vorbei sind. Aber das schaffen wir noch. Wir kriegen noch einen Moral-Tick. Yes, sehr gut. Warte. Nochmal Peak Strength. Sehr wichtig, die Peak Fighting Strength. Man sollte aber aufpassen, dass man das nicht bei Söldnern macht. Denn Söldner haben einen eigenen Manpower-Pool und sowas und das wäre dumm, da die unendliche Regenerationsrate, die sie haben, einfach zu verringern. Ja, es sollte ein ganz einfacher Kampf für uns werden. Wir liefern eine schöne 10 und dann nochmal eine 9 hinterher. Ja, das ist ein Instant-Stack-Wipe. Sehr, sehr gut. Salerno. Wir dürfen nicht sie Neapel bekommen lassen. Das ist leider kein gutes Vor für uns. Sehr gut. Du kannst dir Abruzzi holen, ja. Das ist schön. Außerdem freuen sie sich, wenn wir ihnen helfen, die Rebellen platt zu machen. Verteidige unsere Provinzen, plus 10. Ja, das ist das nämlich. Okay, und dann drauf. Nochmal Peak Fighting Strength und dann hau rein. Wir müssten auch ganz gut aufgestellt sein. Ja, sie haben eine breitere Linie als wir. Das heißt, sie können uns flanken ohne weiteres. Nicht so geil, aber wird schon passen. Neapel braucht noch nicht mehr dazukommen. Nicht wirklich viel gebracht. Und ja, gewonnen. Und ich hoffe, Neapel, dass du das jetzt alleine schaffen kannst. Ja, komm. Helfen wir ihm noch bei Abruzzi und dann müssen wir gar nicht. Ist gar nicht notwendig. Mehr Bevölkerung, sehr gut. Wir haben eine Kolonie fertig, aber wir brauchen das Geld leider. Deswegen kann ich gerade keine andere mehr anfangen. Ich will aber, weil
Mardas Ambition. Yay. Mardas Ambitionen. Sehr gut. Ich hoffe. Ah, guck, sie kolonisieren sogar. Yay. Das ist klasse. Leider nur sehr, 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 sehr langsam, aber naja. Haben wir eigentlich die Treaty of Tordesillas bekommen? Ach so, die bekommen die ja nicht. Was ich auch so dumm finde, ganz ehrlich. Doch, die bekommen. Ah, mittlerweile bekommen sie den Vertrag von Tordesilla. Sehr gut. Das heißt, diese ganze Region hier, ist es. Stade Territorien, Kolonien, Handelsregion. Diese gesamte Region wurde uns vom Papst zugesprochen. Hier werden wir plus 10 bekommen, Kolonialwachstum, und alle anderen minus 20, glaube ich. Also, das wird auf jeden Fall von uns dominiert werden. Und das sollte man, finde ich, als Katholik so schnell wie möglich machen. Vor allem, wenn man gegen Portugal antritt, die ja auch Katholiken sind. Und auch bleiben meistens. Ja, meistens, nicht immer. Leider gegen England wird es keinen Unterschied machen, weil die werden den Malus nicht bekommen. Gegen Frankreich allerdings. Ich glaube kaum, dass die noch dazu kommen werden, was zu machen, weil England wird jetzt hier alles nehmen und dann ist Frankreich tot. Dann können wir sie vielleicht das nächste Mal zum Vasallen machen und dann können wir Frankreich mit ihnen, England mit ihnen erobern. Weil die haben ganz schön viele Corps hier. Frankreich hat überall hier Corps. Und zwar keine territorial, sondern ordentliche. Also das bringt es auf jeden Fall. So. Das Alhambra-Edikt. Okay, Kastilien bekommt Alhambra-Edikt. Minus 10 Handelseffizienz, Kosten, Stabilität, Toleranz, wahrer Glaube. Meinung über Kastilien hat sich geändert vom Kirchenstaat. Pjo, wir haben genug anderes Zeug. Ich bin gerne für die Unruhenreduktion. Gerade deshalb. Seht ihr, minus direkt auf 2 runter. Das heißt, das hier ist jetzt unwahrscheinlich, dass es noch feuern wird. 26 Jahre bis dahin ist alles weg. Kriegsmüdigkeit ist weg und sowas. Und dann kann da nicht mehr wirklich was passieren. Ja, das ist im Grunde nur die Kriegsmüdigkeit, die das hier oben hält. Und das Event leiden in der Bliebende, aber ich meine, who cares. Haben wir ein Darlehen wieder aufnehmen müssen? Wahrscheinlich. Wir haben nämlich doch keins aufgenommen. Ich glaube, wir haben nur eins wieder aufnehmen müssen, weil wir nicht genug haben. Adelübergriff. Gerät unter Kontrolle des Adelstands. Galicien. Fordert die Rückgabe der Ländereien. Eine von zwei Optionen tritt ein und adelige Regimenter erheben sich oder der verliert Loyalität. Loyalität wäre mir nicht ganz so wild. Die Regimenter wären ein Problem. Ach ja, natürlich. Da fehlen wieder 5000 Mann. Okay. Ich mag die Soundeffekte übrigens. Wo erheben die sich? In Galicia wahrscheinlich. Ja, in Galicien. Wo ist Galicia? Galicia. Ah, so Penalizing. Ich hoffe, wir kommen schnell genug da an. Stand Adel ist abgelaufen. Für die Bürger ist was abgelaufen. Ein Händler ist gestorben. Das ist auch schlecht. Spionageabwehr oder Handelseffizienz für richtig viel Geld. Das ist schlecht. Das ist richtig, richtig mies. Ich will Spionagenetzwerk aufbauen nicht, aber wir brauchen die Punkte. Wir brauchen die Punkte unglaublich. Ja, und wie wir sie brauchen. Der ist teuer. Können wir den wechseln? Die Einheitenlimit oder Mannstärke. Dumm. Sehr, sehr dumm. Vor allem, wo wir hinterherhängen. Na komm schon, lauf mal ein bisschen schneller. Sobald einer da steht, werde ich es machen. Egal wer. Aber der... Ja, es ist ein Monat, das müsste passen. Guck mal, wie England da wegfegt. Und Frankreich hat trotzdem schon wieder 25.000 Mann. Aber wir werden gerade von Burgund weggeballert. Ja, nichts passiert. Ihr habt wahrscheinlich nur... ihr habt Loyalität eingebüßt. Machen wir ein Parlament. Wir dürfen kein Parlament machen. 10 Einfluss, doch knapp. 69,9. Ganz knapp an einem Desaster. Ganz, ganz knapp. Wenn jetzt noch irgendein Event kommt, dann haben wir ein Desaster. Aber ich brauche die Mannstärke, deswegen muss ich es riskieren. 22, okay, in 2 Jahren. Also da würde trotzdem nichts feuern, hoffe ich. Gesandten zum Papst schicken wäre halt cool für mehr von dem Crap. Wir haben diesmal nicht investiert. Ich investiere wieder einmal. Mehr lohnt nicht. 10.000, 10%, 10.000, ja. Okay. Jetzt müssen wir wohl ein bisschen Frieden haben, leider. Wer will schon Frieden haben, ne? Ja, ich. Ganz ehrlich. Darlehen von Venedig ist abgelaufen. Ja, das ist schön. Tja, Venedig, hä? Hättest du mal nicht Geld spendiert mir. Gott, guck mal, wie Frankreich zerbixt wird. Wäre das mal bei mir so einfach gewesen. Bosnien, du kannst mich. Bosnien, die werden eh nichts machen. Die können nichts tun. Wow, Ungarn wird weggeballert von Böhmen. Hättet ihr das mal ein bisschen früher machen können, Freunde?
Jährliche Prestige finde ich gut. Einfach dafür zu sorgen, dass unser Prestige nicht ganz so schnell absinkt, ist immer gut. Guck mal, 14.000 Mann haben wir gerade nur. Wir sind ganz schön schwach momentan. Sehr, sehr schwach. Und haben kein Geld. Wie können wir unser Geld verbessern? Ein Hoffnungsschimmer. So können wir unser Geld verbessern. Das ist nice. Können wir jetzt vielleicht ein Darlehen tilgen, ein großes? Nein. Hier, das hier könnten wir tilgen. Ist vielleicht ganz gut. Ihr müsst auch überlegen, in welcher Zeit das hier spielt. Ich meine, 4 Dukaten oder sowas. Das war damals mehr, als viele Leute eingenommen haben. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Strafkolonie. Strafkolonie in Azur. Ja, ist okay. Hauptsache mehr Leute, schneller Leute, dann kann da auch nicht viel passieren. Außerdem, ihr seht ja, die Unruhe ist immer noch 0. Immer noch minus 4, also who cares. Allein Hinterbliebene ging auf alle Kolonie, alle Provinzen. Das ist ja fies. Wir brauchen nur noch 2 hier. Dann haben wir eine Kolonialnation. Und ich würde gerne hier mir noch was holen, weil die sind echt gut. Haben wir hier irgendein... Nee. Das ist jetzt das einzige Zentrum und da hinten ist noch eins bei Kuba. Stabilität. 3 Stabilität kann uns nur nützlich sein. Ja, das sind 100 Admin. Das ist mehr wert als die eine Grundsteuer. Die Windward-Inseln. Kleinen Antillen und die Küste von Hispaniola. Hispaniola. Anspruch auf die Provinz Ammonie verloren. Bern verloren. Wirklich auf Bern auch schon? Hatte ich Bern nicht als letztes genommen? Ach nee, ich hatte glaube ich hier Bergerac hatte ich glaube ich genommen. Bergerac. Ja, bald sind wir mit der Integration fertig. Es wird so Zeit. Wir sollten vielleicht versuchen, Österreich ein bisschen von uns zu überzeugen. Ich glaube, die fanden den Krieg irgendwie nicht so geil. Sobald das hier weg ist, nehme ich ein Bündnis mit Polen an. Das könnt ihr aber glauben, Freunde. Die hassen die Osmanen, die hassen Ungarn. Das ist super. Ja, wir haben Österreich ziemlich zerbixelt. Nicht so nett von uns, aber naja. Das Schöne ist halt, wenn ich Frankreich zu meinem Vasallen machen kann, was ja eigentlich jetzt schon fast sein dürfte, sobald England seinen Krieg beendet hat, 307%, noch nicht. Aber sobald England den Krieg beendet hat, wird das wahrscheinlich in dem Bereich sein. Wenn ich das machen kann, dann können wir echt alle Cores wieder ihm zurückholen. Goldene Entdeckung, Cibola. Es gibt viele verschiedene Wege, um Reichtum zu erlangen. Manche behaupten, man solle nach dem Reichtum des Herzens streben. Andere glauben, dass Frömmigkeit und Prestige die einzigen Reichtümer im Leben sein sollten. Das Einzige, das unser Herz begehrt, ist Gold und wertvolle Steine. Und die goldene Stadt Cibola in Shanar steigerte dieses Begehren erheblich. Mit jeder Unze Gold und mit jeder Handvoll Edelsteine verlangen wir nach mehr. Und Cibola gibt immer mehr. Eine der 7 Städte aus Gold ist nun unser und wir wollen sie behalten. Sie ist unser Schatz. Unser Schatz. Ja, geil. Mein Schatz. Steuernahmen plus 10. Wow. Plus 10 Dukaten. Das ist freaking strong. Das wird nicht für immer so sein, aber oh my freaking God. Ach, pro Jahr, okay. Okay, Cibola bringt uns 0,83. Schade. Ich dachte, das wäre wirklich plus 10. Das wäre ultra strong. Mir ist Zoll egal. Ich nehme lieber ein bisschen was an Punkten. Das war Diplo, das ist gut für uns. Ja, tötet euch nur gegenseitig. Das ist voll cool. Ich werde dann die Versager auflesen, die übrig bleiben und mit denen dann euch alle töten. Das ist voll toll. So, die werden jetzt wieder runtergehauen. Ich muss jetzt unbedingt dafür sorgen, dass wir genügend Einnahmen haben. So nehme ich. Wir brauchen ja auch momentan nichts. Wir haben keine Möglichkeiten, dass irgendwie Probleme auftreten in Form von Rebellen. Staaten begründen. Ne, unnötig. Okay, wir können jetzt sogar wieder eine Kolonie weiterführen. Hier oben haben wir eine. Die können wir noch nicht erreichen. Wir können Kuba uns holen. Ne, ich bin dafür, wir holen uns das hier, weil diese Provinzen hier sind weit besser. Hier zum Beispiel. Ja. Eine weitere Idee ist möglich. Eine militärische Idee, ja. Damit haben wir jetzt auch wieder sehr, sehr viel... Ja, Force Limit frei. Wow. Sehr gut.
Sobald wir wieder auf dem grünen Zweig sind, was Geld angeht, werden wir das machen. Aber Leute, ich muss hier einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Was habt ihr von dem Krieg gehalten? Ist der gut verlaufen? Habe ich mich sehr dumm angestellt? Was denkt ihr? Auch wenn ihr das Spiel noch nicht so kennt, ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu sagen, wo ich Fehler gemacht habe. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich Portugal wieder auf die Schnauze hauen. Denn bald ist es soweit. Yay. Wir müssen auch Claims haben, oder? Ja, den einen. Weil wir noch nicht Spanien sind, aber wir werden eh bald Spanien sein. In der nächsten Folge wahrscheinlich, Leute. Denn, ja. In der nächsten Folge werden wir Spanien. Bis dann, Leute. Tschüss.